Herzlich willkommen bei Gesundheit. Jogging ist eine beliebte Sportart in der Schweiz. Der Laufsport kann aber schon mal Beschwerden mit sich bringen. Zum Beispiel ein Läuferknäuel. Dabei tauchen nach einem Zeitchen beim Joggen starke Schmerzen im Knäuel auf. Eine Therapie ist dann meistens unumgänglich, wie der Beitrag von Philipp Ammann zeigt. Geht joggen, so hält sich der Thomas Lange aus dem Kanton Bern fit. Doch der 47-jährige Finanzberater hat ein Problem. Immer wieder bekommt er massive Schmerzen im rechten Knäuel. Das ist ein stechender Schmerz auf der Seite des Knäuels, wo etwa eine halbe Stunde, nachdem ich angefangen habe zu rennen, taucht er auf, verschwindet dann nach dem Training auch wieder. Aber er kommt einfach immer wieder regelmässig während dem Training. Im Zentrum für Gesundheit und Prävention St. Anna im Bahnhof zu Luzern hat der Thomas Lange drum einen Termin. Hier in Sportmedizin beim Dr. Daniel Wegmann ist man spezialisiert auf solche Probleme. Müssen wir stoppen, wenn wir am Joggen sind? Ist es so schlimm, dass wir anhalten eigentlich? Nicht gerade, aber es ist ziemlich nüchtern. Bei Untersuchung stellt sich dann schnell heraus, dass der Thomas Lange an einem sogenannten Läuferknäuel leidet. Gut 12% der Beschwerden beim Laufsport sind auf ein Läuferknäuel zurückzuführen. Also schlussendlich handelt es sich um ein Läuferknäuel wie ihm ganz klassisch. Es passt auch zu seinem Pensum, das er läuft. Es passt von der Diagnose oder von der Anamnese her, dass es nur beim Laufen auftritt. Typischerweise ist das der Tractus iliotibialis, das ist ein Muskel, der am Becken anfängt und dann die Zehen auf der Seite abzieht, verkürzt ist und dann über den Oberschenkelknochen schrammt. Und das gibt eine Entzündung, die sich dann unterhaltet und den Sportler meistens zum Stoppen zwingt. Wegen einem Läuferknäuel muss man den Laufsport aber nicht gerade an den Nagel hängen. Es gibt diverse erfolgreiche Therapieformen. Das ist sehr gut therapierbar mit der Physiotherapie. Man muss die Ursache suchen gehen, wie ich schon gesagt habe, beim Fuß, beim Becken, bei den Muskeln. Und wenn man die gefunden hat, kann man gezielt dagegen angehen. In der Physiotherapie hat man zum einen die Möglichkeit, die muskuläre Seite aufzutrainieren, dann aber auch mit Ultraschall zu arbeiten. Und das wieder in ein Lot zu bringen, dass es nicht mehr wehtut, respektive dass man die Spannung rausbringt. Da kannst du gleich herhäkeln. Gut. Im Zentrum St. Anna im Bahnhof zu Luzern ist man eingerichtet für die Therapie von Läuferknäuel. In der hauseigenen Physiotherapie kann der Thomas Lange mit einer Spezialistin die Beschwerden an seinem Knäuel beispielsweise mit Ultraschall therapieren. Dazu kommen auch noch diverse Übungen, die das Knäuel wieder auf Vordermann bringen sollen. Mit diesen Übungen wollen wir die Beinachsenstabilität verbessern. Aktiv mit Übungen wie hier mit dem exzentrischen Training auf dem Schrägbrett oder auch Koordinationsübungen auf dem Wackelbrett, also labilen Unterlagen. Dank der erfolgreichen und kompetenten Betreuung im Zentrum St. Anna im Bahnhof kann der Thomas Lange inzwischen wieder ohne Schmerzen joggen.